Es ist mal wieder Zeit für JBL, denn die haben was Neues am Start. Dieses Mal in einer ganz besonderen Variante. JBL bringt die Flip 5 in einer Tomorrowland Sonderedition auf den Markt. Was sich hier genau zur normalen Flip 5 unterscheidet und ob das Teil auch anders klingt, das erfahrt ihr jetzt. Los geht's, wie immer nach dem Intro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim M1M Tech Channel. Mein Name ist Marc und heute schnuppern wir zusammen etwas Festival-Stimmung mit dieser Sonderedition. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über euren Support in Form eines Abos. Alles rund um Technik und Lifestyle findet ihr auch auf meinem Instagram-Account. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Ach ja, dranbleiben lohnt sich wieder. Bevor wir jetzt aber durchstarten, werfen wir nochmal einen Blick auf die Verpackung, denn auch die ist natürlich anders in dieser Sonderedition und macht sich im Regal auf jeden Fall sehr gut. Auch hier ist alles in Weiß-Gold gehalten, passend zur Optik der Flip 5. Im Lieferumfang gibt es dann allerdings keinen Unterschied. Neben der Flip 5 liegt noch ein USB-C-Ladekabel bei und natürlich meine beliebten Beipackzettel. Da surft man nichtsahnend im Netz und stößt dann zufällig auf ein neues Produkt, was JBL mal ebenso klammheimlich in den Online-Shop geschmissen hat. Dabei handelt es sich um dieses kleine Prachtstück hier, die JBL Flip 5 in der Tomorrowland Sonderedition. Nice. Die normale Flip 5 haben wir uns ja hier auf dem Kanal auch schon angeschaut. Wer mein Video dazu verpasst hat, kann das jetzt oben rechts nachholen. Ich persönlich stehe voll auf Tomorrowland, wie der ein oder andere auch schon richtig erkannt hat, denn Ausschnitte vom Festival liefen immer mal wieder als Hintergrund in meinen Videos. Von daher war diese Edition für mich ein Pflichtkauf, zum Glück. Denn anfangs dachte ich noch, es wird sich wohl nur um eine optische Änderung handeln, aber das Teil klingt auch anders, nämlich besser. Aber dazu gleich noch mehr im Klangtest. Optisch hat JBL sich für einen Mix aus Weiß und Gold entschieden und dabei auch gleich das JBL-Logo passend eingefärbt, so erkennt ihr, dass ihr was Besonderes am Start habt. Ansonsten ist hier an der Oberseite und der Steuerung abgesehen von der Farbe alles gleich geblieben. Dafür gibt es jetzt an der Seite statt des JBL-Ausrufezeichens das Tomorrowland-Logo auf dem passiven Bassmembran. Auch wenn JBL sich dazu nicht näher geäußert hat und die technischen Daten gleich sind, der Klang ist im Vergleich zur normalen Flip 5 aber verändert. Aber hört euch das jetzt selbst im Klangtest an, wie immer binaural aufgenommen. Ihr müsst also Kopfhörer nutzen, um das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Ja, die Tomorrowland Edition klingt im direkten Vergleich etwas sauberer und detaillierter in den Höhen und das hört man zumindest live im Unterschied ganz gut raus. Im Bassbereich hingegen würde ich sie relativ gleich einordnen. Bei der normalen 5er hört man den einzelnen Treiber meiner Meinung nach gefühlt etwas deutlicher raus, was dann bei der Tomorrowland Edition nicht mehr so stark vorhanden ist. Von der Software sind beide auf dem gleichen Stand, also faire Bedingungen. Bei der maximalen Lautstärke hat die neue Sonderedition mit 0,2 Dezibel mehr ebenfalls die Nase
Nase leicht vorn, aber das hört man dann auch echt nur im direkten Vergleich. 129 Euro muss man JBL für die Sonderedition auf den Tisch legen, also fast schon ein fairer Deal. Lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommis da, ich bin gespannt, wie euch das Teil gefallen hat. Aber damit nicht genug, ich habe ja gesagt, dranbleiben lohnt sich wieder. Ihr könnt jetzt eine nagelneue Tomorrowland Edition bei mir gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, Abo dalassen, Like geben und einen Kommentar mit dem Hashtag M1MTomorrow schreiben und schon habt ihr die Chance auf einen Hauch von Festival an eurer Seite. Alle weiteren Infos zur Verlosung findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Glück an alle, in diesem Sinne, ich empfehle mich, adios!